Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Und heute geht es um zwei Sachen. Nämlich einmal geht es um Star Wars, ne? Ganz angesagt momentan. Und zum anderen geht es hier um ein Buch von Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, beziehungsweise um ein Prinzip. Und was das alles mit Optionsstrategien, mit Optionshandel zu tun hat, das gibt es jetzt im Video. Also, ich bin jetzt kürzlich durch eine Einkaufspassage gelaufen und war in einem Spielzeugladen. Wenn man Kinder hat, macht man das. Und da ist mir natürlich aufgefallen, diese Star Wars Werbung. Ne? Und Star Wars ist ja momentan überall. Und das Faszinierende, was mir da aufgefallen ist, ist Folgendes. Ich habe dann auch was darüber gelesen, nämlich, dass der Film ist ja weltweit jetzt gigantisch gestartet. In Amerika allein 50 Millionen Karten waren vorbestellt. Auch ich habe mir Karten vorbestellt gehabt. Also das war das erste Mal, dass ich jemals in meinem Leben eine Kinokarte vorbestellt habe. Aber naja, das macht man halt. Wenn ihr dieses Video seht, war ich dann auch schon in dem Film. Und ich werde euch dann einen ganz kurzen Bericht geben, wie mir der Film gefallen hat. Was ist aber jetzt das Besondere daran? Und zwar, man könnte ja jetzt sagen, das eigentliche Business von Disney, also Disney steckt ja hinter Star Wars, die haben ja Lucasfilm gekauft und das eigentliche Business dieses Filmes ist ja tatsächlich, den Film in die Kinos zu bringen, dann vielleicht noch auf DVD und das war's dann. So, wenn man sich aber ein bisschen damit beschäftigt und das ganze Merchandise sieht, dann weiß man, dass Disney selbst plant, ungefähr nur 30% der zu erzielenden Erträge mit dem Film selbst zu machen. Und ungefähr 70% der Erträge mit anderen Dingen rings um den Film herum. Und das eben zum Beispiel mit diesen Lego-Figuren, die hier alle Kinder total verrückt darauf. Es gibt T-Shirts, es gibt Kosmetik, es gibt bei McDonald's, glaube ich, irgendwelche Sachen. Also ich glaube, es gibt nichts, wo Star Wars nicht auftaucht. Und es ist eine wahnsinnige Merchandise-Maschine, die Disney hier angeschoben hat, und ihr braucht euch bloß den Disney-Kurs anzuschauen. Also jetzt hier kurz vor Ende oder kurz vor Weihnachten ist Disney, glaube ich, auf einem Allzeithoch. Ist natürlich gigantisch, was da reinkommt. So, und wir sollen ja immer aus Dingen etwas lernen, die wir um uns herum beobachten können. Und das ist natürlich so, dass viele im Trading auch immer sagen, ich habe eine Strategie, ich habe ein Ding, was ich mache und ich mache sonst nichts. Wenn man aber clever ist, kann man mal überlegen, was könnte man denn noch machen, was sich mit dem, was ich eh schon tue, ergänzt. Und darüber will ich mit euch heute sprechen. Und zwar, ich lege das mal hier kurz zur Seite. Ich habe schon mal in unserem Tradermark-Kanal hier über dieses Buch Rich Dad Poor Dad gesprochen von Robert Kiyosaki. Sehr, sehr empfehlenswertes Buch, also auch lässt sich schnell lesen. Natürlich auch die eine oder andere Binsenwahrheit dabei, aber auch ganz, ganz viele Dinge, die man einfach braucht, um das, wie das so schön neudeutsch heißt, ein vernünftiges Mindset aufzubauen, um im Leben erfolgreich zu sein, wenn man die geschäftliche Ebene betrachtet, sei es Trading, sei es Investments und so weiter und so fort. Und eine Sache gibt es bei Kiyosaki, die ich sehr interessant finde, und zwar, er hat diesen Cashflow-Quadrant, nennt er das, glaube ich, und da hat er hier mal so aufgelistet, wie sind wir denn momentan unterwegs oder beziehungsweise wie verdient denn jeder Einzelne sein Geld. Und da haben wir hier auf der einen Seite, ich habe es mal ins Deutsche übersetzt, den Angestellten, das heißt also, das ist derjenige, der einfach seine Arbeitszeit zur Verfügung stellt und dafür entsprechend bezahlt wird. So, und jetzt kann man das natürlich schon rein vom Logischen her nicht bis zu einem bestimmten Extrem betreiben, denn wir alle haben nur 24 Stunden am Tag. Und jetzt kann man irgendwie sagen, ich verdiene 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro die Stunde. Aber irgendwo sind dem Ganzen dann ja schon Grenzen gesetzt. Also niemand wird als Angestellter planen können, dass er sagt, ich habe jetzt irgendwie 20 Euro die Stunde und nächstes Jahr möchte ich 200 haben und das Jahr darauf 200 und das Jahr darauf 20.000. Das wird nicht funktionieren, es sei denn, ihr werdet irgendwie Vorstandsvorsitzender von beispielsweise Walt Disney. So. Aber ansonsten ist das relativ begrenzt. Und deswegen wissen ja alle, wenn man Geld verdienen will, kann man zum Beispiel selbstständig werden. Das heißt, man kann sich selbstständig machen. Als Selbstständiger wird man immer, wenn man es clevererweise macht, mehr Geld verdienen als Angestellter. Jedoch ist natürlich immer eine ganz große Gefahr dabei. Denn ihr kennt alle den Spruch, wer
wir arbeiten alle selbst und ständig. Und tatsächlich ist es auch so. Die meisten Selbstständigen sind quasi Ein-Mann-Unternehmen, vielleicht noch eine Sekretärin dazu, aber im Grunde genommen sind sie alles in einer Person. Und wir Trader sind das im Grunde genommen auch. Das heißt, auch wir Trader sind klassische Selbstständige mit all den Risiken, die das beinhaltet. Denn stellt euch vor, ihr habt ein sehr, sehr gutes Trading-System, ihr verdient gutes Geld und ihr werdet aber morgen krank. Irgendeine Krankheit holt euch ein und ihr könnt nicht mehr traden. Wo bekommt ihr dein Geld her? So, da ist der hier, der Angestellte, sogar besser dran, denn der bekommt von seiner Krankenkasse eine gewisse Lohnfortzahlung, der kriegt dann irgendwann mal eine Rente und das wird zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel sein, aber der ist zumindest sozial abgesichert. Die meisten Selbstständigen, wenn man realistisch ist, sind nicht abgesichert, denn die wenigsten haben eine vernünftige Krankenversicherung, eine Krankentagegeldversicherung, eine Rente, die dann bei Berufsunfähigkeit einsetzt, weil, stellt euch mal vor, als Trader, das bekommt ihr auch relativ schwierig überhaupt versichert und dann sind die Beiträge so hoch, dass sich fast wieder nicht rechnet. Und deswegen ist das eigentlich hier zwar wahrscheinlich eine Verbesserung gegenüber dem Angestellten, aber so eine tolle Situation ist es dann auch nicht. So, und deswegen sagt Kiyosaki, okay, du musst dann eigentlich weitergehen und musst sagen, die Dinge, wo du Geld verdienen kannst, auch wenn du mal selber nicht mehr tätig bist, das sind zwei. Nämlich einmal bist du das als Unternehmer, das heißt also, indem du andere Menschen für dich arbeiten lässt, oder aber du bist es als Investor. So, jetzt sind wir hier kein Unternehmerkanal und deswegen wollen wir auch nicht über das U wie Unternehmer sprechen, aber wir wollen über das I wie Investor sprechen. Und jetzt weiß ich aus unserer Praxis heraus und aus den vielen Gesprächen mit Kunden, dass sehr, sehr viele mittlerweile, nachdem sie hier im Coaching waren, nachdem sie auf Seminar waren und so weiter, dass sie hier als Trader sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und deswegen möchten wir jetzt im neuen Jahr den Sprung wagen und für all diejenigen, die sagen, ich habe hier schon ein Einkommen, entweder weil ich nebenbei trade oder weil ich als Trader Geld verdiene, wie man hier den nächsten Sprung machen kann und zwar hier zum Investor werden kann. Denn als Investor kann man sich, natürlich nicht von heute auf morgen, aber als Investor kann man sich etwas aufbauen, um wirklich auch langfristig über Kapitaleinnahmen zu verfügen. Die einen sagen immer dann, das wären so passive Einnahmen. Das stimmt nicht. Es gibt keine passiven Einnahmen. Man muss sich um jedes Geschäft kümmern. Also ich habe noch nie ein Geschäft kennengelernt, wo man sagt, ich habe komplett passive Einnahmen. Zumindest in den ersten Jahren muss man sich sehr intensiv um seine Einnahmen kümmern, egal ob man in Immobilien investiert oder ob man in Dividenden investiert oder in andere Businesses und so weiter und so fort. Was wir aber machen werden hier auf dem Optionshandelskanal ist für 2016, wir werden das Thema Investments, Investitionen etwas mehr mit bedienen. Wir werden natürlich weiterhin unseren Fokus auf den Optionshandel springen oder legen, aber wir werden immer wieder auch zeigen, wie kann man denn auch vernünftig investieren? Wie kann man langfristig Geld anlegen, sodass es im Laufe der Zeit uns wirklich von dieser Position vom Selbstständigen, ich arbeite selbst und ständig, hinbringt zum Investor, der von seinen Investitionen leben kann. Weil der ist in einer wirklich viel, viel besseren Situation, weil er eben dann wirklich, wenn der mal krank wird hier 4 Wochen oder fährt 4 Wochen in den Urlaub, dann verdient er einfach kein Geld. Der Investor dagegen, der verdient immer Geld, der muss sich natürlich auch ein bisschen kümmern, aber bei weitem nicht so viel, wie das hier ein Selbstständiger, zum Beispiel ein selbstständiger Trader machen würde. Und deswegen, also quasi als kleine Ankündigung für 2016, werden wir hier immer mal wieder das Thema Investments mit aufbringen. Wir werden über Dividenden sprechen, wie kann man sich ein Langfristportfolio aufbauen, natürlich auch mit Hilfe von Optionen, was kann man da machen, welche Aktien sollte man kaufen, wann sollte man sie kaufen, wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass man 12-mal im Jahr Dividenden bekommt. Die meisten, gerade kaufende deutsche Aktie, kriegen einmal im Jahr Dividende und die liegt bei 2,5%. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig sexy, aber man kann es schaffen, 12-mal im Jahr Dividenden zu bekommen. Wie das geht, das lernen wir hier im Kanal. Wie können wir es schaffen, dass man heute ein Investment tätigt, was mir 2,5% Rendite bringt, aber vielleicht in 10 Jahren schon 8 oder 9% Rendite
feste, sichere Dividende. All das gibt es demnächst hier auf dem Optionshandelskanal. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann fangt mit diesem Video hier an. Schreibt mir eure Fragen hier hinein. Was habt ihr für Erfahrungen? Was interessiert euch? Was wollen wir hier alles gemeinsam machen? Wir haben natürlich schon viele Sachen vorbereitet. Wir haben viele Ideen. Aber ich bin mir sicher, dass das bei euch auf großes Interesse stoßen wird. Es sei denn, ihr schreibt jetzt alle rein: Nein, das ist totaler Mist. Wir wollen nur Trading haben. Okay? Das war's für heute. Ich empfehle euch, kauft euch mal dieses Buch hier, Rich Dad Poor Dad. Wir machen euch einen Link unten rein. Tolles Buch, sollte man gelesen haben. Und geht natürlich auch in den Star Wars Film. Wobei, ich habe gar keine Disney-Aktien, deswegen, mir ist eigentlich egal, ob er hingeht. Aber wenn ihr natürlich so ein Star Wars-Fan seid wie ich, der also alle Filme zigmal gesehen habt, dann werdet ihr eh sicherlich dahin gegangen sein. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dann, alles Gute, Servus, bye bye.